in diesem Video möchte ich euch einmal erklären, wie ihr Ratten richtig halten könnt. Es ist von Anfang an sehr wichtig, dass ihr Ratten auf gar keinen Fall alleine haltet. Denn Ratten sind Rudeltiere. Ihr solltet sie mindestens zu zweit halten, besser wären natürlich drei. Dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr Männchen oder Weibchen halten wollt. Weil beide Geschlechter könnt ihr nicht zusammenhalten. Natürlich nur, wenn ihr unkontrollierten Nachwuchs vermeiden wollt. Da die Weibchen nämlich alle 4 Tage paarungsbereit sind, oder man nennt das auch, dass sie hitzig sind, können sie alle 21 Tage Babys bekommen. Ob ihr dann jetzt natürlich im Endeffekt jetzt Männchen oder Weibchen haltet, das bleibt euch natürlich überlassen, weil das ist auch Geschmackssache. Die Männchen sind dann eher vom Wesen ein bisschen ruhiger und ein bisschen verschmuster als die Weibchen, während die Weibchen ein bisschen agiler, verspielter und auch ein bisschen hippeliger sind. Als nächstes ist es auch wichtig, dass ihr euch überlegt, wie viel Zeit ihr in die Tiere investieren könnt. Ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt 12 Stunden mit den Tieren beschäftigen, aber 1 Stunde Auslauf am Tag ist Minimum, in denen ihr sie halt beschäftigt und ihnen halt auch den Auslauf gewährt. Für Berufstätige sind diese Tiere sehr gut, da Ratten nachtaktiv sind und wenn ihr natürlich abends nach der Arbeit nach Hause kommt, sind die Kleinen dann auch bereit für ihren Auslauf. Für Schulkinder sind sie ja auch nicht schlecht, weil die Ratten passen sich auch an und würden auch den Auslauf genießen am Nachmittag, wenn das Kind nach Hause kommt. Kommen wir jetzt zur Fütterung. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr jeden Tag frisches Wasser bereitstellt. Ich empfehle da so eine Trinkflasche. Meine kommen damit ganz gut klar und es ist auch gewährleistet, dass das Wasser immer sauber ist. Manche benutzen halt auch eine Schale mit Wasser, da ist aber nicht optimal gewährleistet, dass das halt immer sauberes Wasser ist. Da die kleinen Racker ja auch ein bisschen toben in dem Käfig und das Streu könnte dadurch natürlich in das Napf gelangen und dadurch ist das Wasser natürlich dreckig. Zum Fressen empfehle ich auf jeden Fall, dass ihr jeden Tag frisches Körnerfutter bereitstellt. Das könnt ihr euch natürlich in der Zoohandlung zusammenstellen, so wie eure das natürlich am liebsten mögen. Und es ist auch wichtig, dass ihr jeden Tag frisches Obst und Gemüse bereitstellt. Ich entferne das so nach 6 Stunden, weil dann ist es meistens auch nicht mehr frisch. So, als nächstes kommen wir zu dem Käfig. Wenn ihr natürlich Ratten artgerecht halten wollt, ist es wichtig, dass ihr einen großen Käfig habt. Es geht nicht, dass ihr 2, 3 oder 4 Tiere in so einem Hamsterkäfig haltet, so einen kleinen, der auch nur eine Ebene hat. Die müssen sich viel bewegen, die klettern gern, also mehrere Etagen. Es ist dann auch wichtig, dass der Käfig, wenn ihr 2 Tiere haltet, dass er mindestens 70 cm hoch ist, 45 cm breit und 80 cm lang. Also das ist das Minimum für 2 Ratten. Ich halte mir 3 Ratten, 3 Männchen und da ist mein Käfig auch dementsprechend größer. Aber es geht nicht, dass ihr nur eine Ebene habt, weil die müssen toben können, die müssen klettern können, spielen können, entdecken können und deswegen müsst ihr auch einen großen Käfig dafür natürlich haben. Zu dem Käfig ist es auch wichtig, dass ihr ihn mindestens einmal die Woche reinigt. Ich reinige meinen sogar 2-mal in der Woche. Entferne das Streu, tu neues Streu rein, stell auch neue Zeitungsschnipsel bereit, damit bauen die sich ihre Nester in dem Käfig. Und dann einmal im Monat würde ich ihn einmal komplett reinigen. Weil Ratten sind sehr reinliche Tiere und die mögen das auch nicht so gerne, wenn ihr Käfig nach Urin stinkt. Deswegen einmal im Monat einmal komplett durchschrubben, dass das vom ganzen Urin befreit ist. Ja, dann würde ich sagen, das waren dann erstmal die wichtigsten Sachen zur Rattenhaltung. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und wenn ihr diese Punkte jetzt alle beachtet und nach durchgeht, ob ihr dafür bereit seid, dann könnt ihr euch auch Ratten holen. Ja, wir sagen Tschüss und ich hoffe, es hat euch geholfen. Tschüss!